Was geht ab? Ich bin's wieder, euer lieber Nintendo Gamer. Leute, heute gibt es Part 8. Im letzten Part haben wir Luigi von seiner großen Angst, also den König Buhu, gerettet. Und ja, endlich ist er auch wieder da, genauso wie Mario, Leute. Ja, heute werden wir mit Luigi ein paar Sterne holen, also 4 Power-Sterne. Alter, okay, hab außer den Ton gesprochen, Leute. Also, Leute. In diesem Part werden wir 4 Powersteine mit Luigi holen und dann werden wir mit Mario schließlich Bowser besiegen, Leute. Ja, weil ihr wisst ja, wir brauchen nur 30 Sterne und uns fehlen nur noch 4, weil wir haben 26 Stück. Das heißt, uns fehlen nur noch 4 Sterne, das heißt, wir werden heute 4 Sterne mit Luigi holen und dann eben mit Mario Bowser wieder in den Hintern treten. Also, Leute, ja. Let's go, würde ich mal sagen, ne? Und auf jeden Fall, ja, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen anderen Videos mehr auf diesem Kanal von Nintendo Gamer verpasst, Leute. So, wir steigen in den Keller mal ein, Leute. Mal gucken. Also, wir werden jetzt hier ein paar Levels freischalten. Vor allem Luigi kann halt ziemlich hoch springen und ja. So, jetzt springen wir hier wieder ins Lava-Level. Aber das Lava-Level ist eigentlich schon ein ziemlich cooles Level. Im Inneren des Vulkans. Okay. Wir müssen wieder in den Vulkan rein, Leute. Da, wo wir das letzte Mal verkackt haben. Aber, Leute, keine Sorge. Dafür ist Luigi schwach für den Dafür kann Luigi schlecht die Bullen wegkloppen. Also, klar, man sagt, weil die meisten sagen halt, dass Luigi nicht so stark ist. Aber ein Smash, ja, okay. Okay. Let's go. Und jetzt geht's los. Okay. Und irgendwie kannst du nicht mehr weiter nach oben. Hier haben wir das letzte Mal abgekackt. Aber Leute, diesmal bin ich überzeugt. Diesmal werde ich überzeugt davon sein, dass wir das schaffen. Okay. So, nochmal wegboxen. So, Leute. Okay, hier müssen wir aufpassen. Hier ist wieder dieses Käsereibe-Ding da. Okay, let's go. Ich hab schon ziemlich Schiss. Okay. Oh, nein. Sie schreien. Au. So, weggeboxt jetzt. Jetzt ist er da in die Lava gefallen und tot. So, Leute, hier müssen wir ganz vorsichtig sein. Also, wir können auch eigentlich mit Luigi Bowser besiegen, aber ich finde irgendwie so, ja. Leute, lasst mit Mario Bowser besiegen, Leute, weil ihr wisst ja, Bowser mag es immer mit Mario aufnehmen. Ist so ein Mario 65, sagt der, ja, verschwinde hier, bring mir lieber deinen Bruder mit oder so. Genau das meint er immer. Und deshalb, Leute, bekämpfen wir noch immer mit Mario. Ich meine, weil Mario, zunächst gegen andere Charaktere, ich meine, Mario hat sich mal mit Bowser zusammengetan und ja. Wir sind im falschen Weg gegangen, fuck. Moment mal, Leute. Auch wenn es jetzt riskant aussieht, keine Sorge. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das. Viele Leute, ganz easy. Jetzt müssen wir noch nach oben klettern. Okay, ganz easy. Hier ist der Stern, Leute. 0,6 geschafft. So, easy. Also, ihr seht schon, Leute, mit Luigi kommt man ziemlich gut voran und Powersternen. Weil ich finde irgendwie, wo ich Mario 64 DS das erste Mal gespielt habe und dann Luigi freigeschaltet habe, habe ich immer mit Luigi die meisten Powersteine geholt, weil irgendwie ziemlich gut geeignet war. Okay, Leute, lass nochmal ins Lava-Level springen. Gibt es noch irgendeine Task? Flammende Silbersterne. Oh, Silbersterne, Leute. Ihr müsst wissen, das ist jetzt, ihr wisst ja, Mario 64, das ist einer meiner Lieblingsbeschäftigungen geworden, Leute. Also ich wünsche, sowas würde es in V-Life geben, aber
dann müsste ich in den Himmel geschossen werden und ich glaube, das mag ich nicht. Dann wäre es zu sehr Among Us Feeling und ja. Okay, komm schon. Jop, gut. Null Problem. Okay, hier ist der Powerstern. Jetzt nehmen wir einfach die Liga-Attacke hier, also das hier. Aber ich rutsche hier gar nicht runter. Okay, wir rutschen hier nicht runter, keine Sorge. Oh nein! Okay, ich dachte, ich hätte dann richtig Schiss zu noch mehr Lava fallen, Alter. Also für Luigi scheint das Ganze schrecklich zu sein, wenn ich einen Arsch verbrennt. Ich meine, klar, wer schreit nicht, wenn er irgendwo Heißes reingeht? Ja. Oh fuck, das schaffen wir safe nicht, oder? Ich hab zu Schiss, Alter. Ich hab zu Schiss, okay. Warte mal jetzt. Komm schon. Ich hab das hier. Nein. Okay. Ja. Ja. Okay. Na gut. Dann lass einfach mal die Wüste versuchen. Da ist nicht so viel Lava. 4 Säulen und das Gleichgewicht. Okay. Wo ist das? Achso, das war das letzte Mal, okay. Müssen wir eigentlich. Ich glaube, man muss hier rein irgendwo. Wuhu, ich mag diesen Sound. Wir sollen nur das Gleichgewicht. Sollen wir einfach. Alter. Ich glaube, man muss hier einfach rein in der Pyramide. Mal gucken, ist ja jetzt Anker von Animal Crossing. Okay, let's go. Hier irgendwo müssen doch die Hände sein. Ich suche nach die Hände, Ich will gegen die Hände kämpfen. Als ob die nicht da sind, komm. Hey, yo, kannst du mir verraten, wo die Hände sind? Bist du vielleicht ein Ehrenmann und kannst du mir das sagen? Nein? Okay, keine Sorge, ich finde schon den Weg. Ja, einfach da links abbiegen. Okay, danke. Ich habe nur noch den ganzen Weg erklärt. Naja, egal, danke. Hier einfach links abbiegen und dann hier nach rechts und dann ein bisschen geradeaus. Dann wieder nach links abbiegen und dann einfach nach oben. Okay, danke. Also, diese Steinmumie, da hat es mir gerade gesagt, mit links abbiegen und so. Okay. Also, was, wenn sie jetzt. Also, würden die hier im Remake nicht vorkommen, ist das so schade gewesen, Alter. Das erste Mal, wo ich gegen die gekämpft habe, war, glaube ich, Mario Kart DS mit den Rennmissionen. Mario Kart DS hat übrigens auch noch Let's Played, Leute. Vielleicht nach Mario 65 DS, ich bin mir nicht so sicher. Und Leute, viele Leute lieben ja die Rennmissionen. Aber ich muss was leider ganz ehrlich sagen. Ich werde leider nicht die Rennmission Let's Playen, Leute, weil die sind einfach zu schwer für mich. Und ja. Und was werden wir dann in den Let's Play machen? Wir werden dann in den Let's Play alle Charaktere freischalten. Also alle Fahrcharaktere. Also außer Scheiger, weil Scheiger kann ich nur im Online-Modus zocken. Ja, Leute. Okay, Leute, lass es verlassen, ey. Langweilig. Vielleicht Wumms Wuchtwahl? Lass einfach mal Wumms Wuchtwahl gucken. Da waren wir ewig nicht mehr. Komm, Leute. Lass mal schauen. Let's go. Ein Schuss ins Blaue. Ein Schuss auf Sonic, Alter. Schießen wir Sonic. Let's go. Da habe ich richtig Bock drauf. Spaß. Ich mag Sonic. Also die Filme eben. Gibt's auch einen zweiten Charakter. Okay. Machst du mich mit die Kanone breit, bitte? Hi, ich mache die Honolulu Haubitze für dich bereit. Danke, Mann. Das ist Killer Bro. Bereit zum Abschluss. Komm, hüpf hinein. Okay, let's go!
Bombmann, Griffe, Spaß. Schuss ins Blaue. Hä, wo müssen wir jetzt dann hin? Ich guck, wir müssen hier irgendwo hin, Leute. Ich, ja, wir müssen hier irgendwo hin. Safe, safe, safe. Wait a minute. Ja, Mann. Und genau, hier ist dann der Stern. Null Problemo. Let's go. Ihr seht, Leute, ich habe wenig Prozent, aber das ist mir egal. Ich mag unbedingt noch die 4 Sterne holen, Leute. Und wenn es blinkt, dann müssen wir wirklich knapp machen. Okay, uns fehlen noch 2 Power-Sterne. Let's go. Alter, hoffentlich fängt der jetzt nicht gleich an zu blinken, weil dann muss ich das Video abbrechen und das wäre echt scheiße. Große Münzen auf einsamer Insel. Och nein. So, das ist mir jetzt eine Idee eingefallen. Wir können ja auch einfach 100 Münzen einsammeln. Kennt ihr das? Die, da muss man einfach 100 Münzen einsammeln. Das ist halt nicht so leicht. Und jetzt die 800 Münzen. Oh fuck. Ja, cooler Selbstmord. Ja, okay. Das war jetzt nicht so einfach. Leute, ich hab noch eine. Leute, ich hab eine coole Idee. Ich hab eine coole Idee. Ihr kennt doch bestimmt. Na, wir haben noch alle Power-Schalter aktiviert, ne? Und ihr wisst ja, was Mario für eine Fähigkeiten hat. Und ihr wisst ja noch den Part, wo wir da 800 Münzen sammeln wollten, aber dann war da so ein Abgrund, wo man hinfliegen musste, um da die letzte rote Münze zu sammeln. Leute, lass Mario nehmen. So, let's go. Da freut sich Mario. Jetzt weiß er schon, was er tun muss. Okay, let's go. Mario geht in die Luft. Hi, yo. Ehrlich, ich mag Fliegen, Junge. Okay, das ist zu scheiße. Kann ich bitte aufhören? Alter, wieso ist alles so schwer, Junge? Das ist so unfair. Moment mal! Lass mal gucken, was das Eislevel noch zu bieten hat, Leute. Komm, wir haben 28. Pinguinrennen. Okay, das klingt einfach. Das klingt einfach. Ich glaube, man muss jetzt einfach rein, weil ich meine, Leute, ihr wisst ja, was man da machen muss. Okay, let's go. Ich bin der Schlitterkönig jeder Piste. Ich sehe nicht so aus, aber ich bin schnell. Los auf eine Rutschparty. Fertig. Oh na, danke, Spaß. Los geht's, Junge. Yo, du hast ja Vorsprung. Das ist ja mal richtig unfair. Das ist ja mal richtig unfair, ey. Okay, der ist wirklich schnell. Hilfe. Yo, yo, komm. Yo, komm, Mann. Yo, komm, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich bin schneller. Ah, bitte nicht, bitte nicht. Ich will Stern, ich will Stern, ich will Stern, ich will Stern. Komm schon. David, das ist deine Chance. Du schaffst das. Du schaffst das. Nein, komm schon. Nein. Och, nein. Komm, ich bitte ein Rennen. Komm, bitte. Du Kleiner! Du! Ich hasse dich. Oh, das ist so ein Hu, Alter. Junge! Muss ich alles nochmal von vorne machen hier? Ach komm schon.
Leute, ihr kennt mich. Das nervt einfach. Wir haben auch noch das Geisterlied zur Verfügung. Aber ich will jetzt unbedingt... Ja, ich weiß schon, Pinguin rennen. Ich warte jetzt auf eine Revanche. Oder sei denn, das ist die Luigi-Kappe, Leute. Ich nehme einfach... Ich nehme schnell Luigi. Ich meine, Leute, Luigi kann höher springen. Vielleicht ist er ja auch schneller, oder? Ich glaube, mit Luigi kann man das gut gewinnen. Also, es ist nichts gegen dich, Mario. Nimm einfach Luigi. Boah, Leute, hoffentlich geht's auch noch Wario gut. Wario ist nämlich noch den einzigen, den wir frei müssen. Und hier ist auch noch so eine Tür, Leute. Ich habe mal geguckt. Es ist still. Ich habe gehört, man muss mal so 7 glitzernde Hasen fangen. Also, so 7 besondere Hasen, die sind halt so weiß und glitzern immer. Und dann ist so ein Stern drin. Das ist ziemlich cool. Und ja, da gab es dann so eine dumme Theorie, dass da Luigi existieren, also war Luigi existieren sollte, und ich dachte mir so, what the fuck. Also Leute, hier gibt es nicht einen Brunnen mit Alice Real existiert nicht, Leute. Also wenn ihr Luigi Mario 64 spielen wollt, kauft euch Super Mario 64 DS. Vor allem ist da die Grafik viel besser und es gibt 150 Sterne, also 30 Sterne mehr. Okay. Komm schon. Ja, ich weiß schon. Los. Ja, mal. Komm mal, Leute. Wir sind tatsächlich schneller. Junge. Ich raste gleich aus, Alter. Junge, mal. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Super. Super, Luigi. Ja, Mann. Ja. 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 Ja, 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 Mann. Ja, 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 ja. Ich hab so Angst, Alter. Ich hab so Angst. Also, fall jetzt nicht runter, okay? Fall nicht runter. Luigi, du kannst das. Nice, Alter. Wer ist hier der Erste? Oh, yeah. Ich, Luigi. Und wenn er dann sagt, dass wir geschummelt haben, dann halt deinen Maul, Junge. Wieso ist er jetzt sauer? Yo, hi. Du hast meinen Rekord gebrochen. Ich habe schon gehört, dass du der Coolste bist. Nun hast du bewiesen, dass du auch der Schnellste bist. Ich kann dir leider keine Goldmedaille verleihen, aber dieser Stern gehört dir. Den hast du dir verdient. Ja, den brauchen wir auch, Junge. Deshalb ein fettes Dankeschön. Nice, okay. Weil da gab es doch so einen Geheimweg, aber das ist ein Schummel, Leute. Sagt er dann. Also der Pinguin. Alter, ich schwitze schon wieder so, also meine Hände von diesen ganzen DS-Spielen und so, wenn man dann immer, du weißt ja, kennt ihr das, Leute? Ich spiele irgendwie so ein DS-Spiel und dann verkackt ihr immer und ich versuche es immer und immer wieder und dann irgendwann so richtig schwitzige, nasse Hände. Okay, Leute, jetzt lass aber Buhu nehmen, also, und dafür Luigi, also Luigi, hab keine Angst, du wirst nicht gleich wieder eingesperrt, Leute, also wird nicht wieder eingesperrt. So, Leute. Let's go back zu den Buhus. Noch einen Stern freischalten, das schaffen wir. Hört ihr das? Nur weil ich hab eine kleine Idee. Das ist eine Hase. Och nein, schon wieder ein Stern. Ich meine, Schlüssel. Mann, ich dachte jetzt... Fuck. Ich dachte, es wäre so ein Hase gewesen, der mir dann einen Stern gibt oder so. Aber nein. Aua. Alter, okay, übertreib halt. Wow. Yo, yo, wow. Let's go. Let's go. Eigentlich mag ich zwar Spinnen, aber heute muss ich sie töten. Wow, wow, chill. Ich kaufe mir den
kauf dir Sonic. Okay, guys, let's go. Eine Powerblume hat Luigi unsichtbar gemacht. Nun kann er Gegner ausweichen und durch viele Dinge hindurchlaufen. Versuch es mal. Kann man dann auch durch Buhus laufen? Oder eher nicht? Wissen schon. Also wunderschöne Zeichnung, Leute. Aber. Ja. Wow. Wow, yo. Yo, der. Oh mein Gott. Alter. Ich glaube, okay, man muss den. Ich glaube, der bringt einen Stern, Leute. Der bringt so einen Stern. Der bringt selbst einen Stern. Der ist größer als die anderen. Als die anderen Augen. Ja, Leute, ich wusste es, yo. Nice. Und jetzt 30 Sterne. Let's go. Auge in Auge im Geheimzimmer. Geschafft. Okay, man kann auch andere Sterne holen. Du hast 30 Powersterne gefunden. Nun kannst du die Tür mit dem großen Stern öffnen. Aber bevor du weitergehst, muss ich dich etwas fragen. Hast du den armen, verängstigten Luigi gerettet? Hast du die zwei Säulen in den Boden gestampft? Ich habe gehört, Bowser sei aus dem Meer gekrochen und habe sich im Untergrund versteckt. Scheint, als hättest du ihn in die Enge getrieben. Ja, Leute? Jo, Luigi, ich will dich was fragen. Hast du Luigi gerettet? Junge, ich bin Luigi. Jo. Sieht man das nicht? Okay, Leute. Wir nehmen jetzt aber wieder Mario, Leute. Mario ist der Auserwählte. Er muss Bowser besiegen, Leute. Er ist dazu fähig. Und vielleicht werden... Und wer weiß, Leute. Vielleicht werden wir, ja... Bowser tatsächlich... Okay, let's go. So, Mario. Wir können jetzt wieder Bowser in den Hintern treten. Das ist jetzt das zweite Mal. Ich habe... Leute, ich habe aus Versehen im Part gesagt... In irgendeinem Part gesagt, dass es nicht stimmt, dass es zurückkommen wird. Aber doch, es stimmt. Ja, Leute. Okay, let's go. Komm schon, mach auf. Die Powersterne haben das Schloss gebrochen, welches Bowser an der Sterntür angebracht hat. Nun kann man die Tür öffnen. Och nein! Nein! Bowsers Unterwasserboot. Nein! Nein! What the? Okay, das ist ein Hai. Leute, ich kann einfach wirklich verlassen, ohne Witz, Alter. Ey, Junge, das ist ein Hai, Mann. Yo, was geht, Hai? Magst du ein bisschen chillen? Hai, was geht? Ich hab ein bisschen Angst, aber der sieht schon etwas cartoony aus, Leute. Wenigstens sieht er nicht so aus wie so ein Hai von dem weißen Hai zum Beispiel im Film. Da sieht er viel gruseliger aus. Okay, Leute. Leute, das klingt jetzt dumm von mir, aber ohne Witz. Ich finde den Hai am zweitgruseligsten statt dem Aal. Also, ich glaube, viele Leute haben Angst vorher. Haie sind eigentlich meine Lieblingstiere, Leute. Also, ich mag Spinnen und Haie gerne. Aber so ein Videospiel habe ich schon ziemlich Angst vor dir oder einen Film eben. Alter. Also, der Hai sieht etwas cartoony aus, klar. Also, ist nicht so schlimm. Aber trotzdem ist der schon ziemlich cool. Aber trotzdem. Ey, Leute, es war noch die. Die habt ihr noch nicht gesehen. Nämlich gibt's da auch in Mario Bros. Die erste, was wir Let's Play haben, gab's da auch so ein Level. Da muss man halt, ihr wisst ja, Leute, konnte man mit den Yoshi-Münzen oder mit den Stern-Münzen eben, genau, die so geheime Level freischalten, also andere Level. Und bei so einem Level, das haben wir aber nicht freigeschaltet, Leute, da waren ebenfalls solche Haie, aber in 2D, aber in 3D sieht alles so viel gruseliger aus, ohne Witz. Boah, ich stell mir eigentlich vor, wie sah der in der Originalform in N64 aus? Gruselig oder eher nicht so, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Ich meine, stimmt, die Kommentare sind deaktiviert. Sorry, Leute. Oh, fuck. Ja, Leute, geschafft. Und unser 31. Powerstern.
So, Leute, jetzt hat sich diese Wasserquelle in die Enge getrieben. Nun können wir gegen Bowser kämpfen, Leute. Let's go! Okay, Leute. Also ich liebe diese Kampfmusik. Die ermutigt mich voll Bowser in den Arsch zu treten, oder? Ich weiß nicht warum. Alter, ich liebe diese Kampfmusik, Alter. Sie ist so nice und okay. Ey, Junge, Ninja Warrior, beste Idee ever. So, Mario, Ninja Warrior Master. Wie er ist, Leute, ihr kennt ja Mario. Er ist ein Ninja Warrior Meister. Und ja, auch ziemlich gut. Okay, let's go. Ich muss zugeben. Aber irgendwie, ohne Witz. Wenn man keinen Nintendo 64 hat und man unbedingt Mario 64 spielen möchte, aber nur einen Nintendo DS hat, würde ich sagen, Leute, kauft euch auf jeden Fall das Remake. Ist auch etwas besser an. Ist auch etwas besser als das Originale. Es gibt zwar YouTuber wie GameMenschen, der mal gesagt hat, dass er lieber das N64 besser fand. Ich persönlich finde aber, die DS-Version ist besser, Leute. 30 Sterne mehr und auch noch Minispiele, die man mit Freunden spielen kann und so Online-Modus auf jeden Fall. Das hatte die Nintendo 64 noch nicht. Und ja, außerdem ist das Mario 64 etwas gruseliger, Leute. Ich habe ja mal, es gab schon ein Blade-Video, also das mit, warum Mario 64 irgendwie so verstörend wirkt. Und dann wurden dann tatsächlich Beweise gefunden, Leute. Und dann habe ich ja einen Kommentar geschrieben. Ich finde, wenn man Mario 65 DS spielt, fühlt es sich nicht mehr so gruselig an wie das Originale, genau. Ich meine, klar, der Aal ist noch etwas gruselig, aber yo, die Grafik sieht besser aus und daher nicht mehr so crappy. Oh nein, 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 nein! Okay, Leute. Oh mein Gott. Wie lange geht das Video schon? 27 Minuten. Oh mein Gott, neuer Rekord, Leute. Wenn das 30 Minuten geht, Leute, dann könnt ihr mir so einen reinklatschen, okay? Das dürft ihr dann mit mir machen. Aber Leute, komm. Ich mag ihn in diesem Part besiegen und das wird er auch. Er muss in diesem Part sterben. Nein! Nein! Oh mein Gott, Leute. Och nein, und jetzt müssen wir noch gegen Bowser kämpfen. Nein, nein, nein. Oh fuck. Du musst mir schon wieder auf den Keks gehen. Du kannst nicht anders, oder? Siehst du nicht, dass ich zusammen mit meinem untergegebenen fröhlichen Unfug treibe? Und nun rück die Sterne wieder raus. Ich habe sie zuerst gestohlen und meine dienstbaren Geister in Wänden brauchen sie. Oh fuck. Nein, 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 nein. Tut mir leid, wenn ich so schreie, aber das geht nicht. Bowser. What the fuck? Die Geisterattacke, Alter. Yo. Der hat die Geisterattacke. Okay, Leute. Sag niemals nie, Bowser. Komm schon. Nein, nicht gegen eine Bombe geschleudert. Fuck. Und da war eine Münze, die ich gebraucht. Yo, gib's mir doch einfach, Junge. Fuck. Okay, Leute. Okay, Leute, wir sind tot. Fuck. Leute, das Video geht jetzt schon. What? Yo! Wir spawnen hier von dem Punkt. Okay, Leute, komm. Noch ein Versuch, Leute. Ein einzigen. Ich weiß, mein Video geht eine halbe Stunde lang, Leute. Aber komm, könnt ihr das bitte verstehen oder so? Ja, okay, ich weiß schon. Wow.
So, Bowser. Rück Peach raus. Wir rücken Ständer raus, wenn du Peach rausrückst. Aber da wirst du eh wahrscheinlich nein sagen. Weil du hast zu sehr einen Crush auf ihr. Nice. Hier ebenfalls hier. Na, weinst du gleich? Oh. Ich kann doch nicht wirklich verloren haben. Bowser, wir haben dich schon mal letzten Mal besiegt. Was meinst du denn jetzt? Nur weil du Geisterfähigkeit hast, meinst du ernsthaft, du kannst uns noch besiegen? Die Macht der Sterne war nicht mit mir. Dieses Mal betrachte ich dies als ein Unentschieden. Nächstes Mal werde ich besser drauf sein. Nun, du wirst bestimmt dein kostbaren Prinzesschen. Dann geh hinauf zu dem Turm. Ich warte. Okay, hat mir den Schlüssel gegeben. Nice, Leute. Oh mein Gott, Leute. Tatsächlich, Leute, haben wir es geschafft. Leute. Das Video geht schon so eine halbe Stunde. ja. Also tut mir echt leid, Leute. Also, Leute. Ich halte jetzt auf jeden Fall die Stelle an, Leute. Ja, im nächsten Part werden wir die Tür da öffnen, eben beim Eingang. Und ja, Leute, wir werden einfach mal schauen, Leute. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, auch wenn es jetzt eine halbe Stunde gegangen ist. Neuer Rekord, nice, Leute. Ja, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen anderen Videos mehr auf diesem Kanal von Nintendo Gamer verpasst, Leute. Ich bin raus mit meiner Stimme. Wir sehen uns dann wieder. Ciao, Leute, euer Nintendo Gamer.